Basisdemokratie lassen sich die CDU-Kreisverbände Cloppenburg und Vechta offenbar einiges kosten. Auf 15.000 bis 18.000 Euro beziffert Vechtas Kreisgeschäftsführer Walter Goda am Freitagabend die Kosten für die Urwahl zum Südoldenburger Bundestagskandidaten. Dazu sind exakt 1.832 CDU-Mitglieder aus dem gesamten Oldenburger Münsterland in den Rasterdome nach Vechta gekommen. Im Wahlkreis Cloppenburg-Vechta sind derzeit etwa 7.300 Parteimitglieder registriert. Wie berichtet, hat der jetzige CDU-Bundestagsabgeordnete Franz Josef Holzenkamp aus gesundheitlichen Gründen auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Der Emstecker sitzt seit 2005 in Berlin. Es bewerben sich Silvia Breher, Benedikt Olberding, Dr. Michael Stehnken und Josef Kuhlmann um die hiesige CDU-Kandidatur für die Bundestagswahl am 24. September.